بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. Der Lichtvers hat eine Besonderheit natürlich. Er ist sehr metaphorisch aufgebaut. Auf der einen zunächst einmal beschreibt Gott sich als Licht, der Himmel und der Erde. Und dann wird dieses Licht aber näher beschrieben. Also wo findet man dieses Licht? Dieses Licht ist in einer Art Nische und in dieser Nische leuchtet es in einem Glas und dieses Glas ist in einer Lampe. Und dieses Licht Gottes strahlt von dort aus und wird genährt durch ein reines Öl, ein Olivenöl. Und dieses Olivenöl ist wiederum sowas von rein, dass man es weder im Westen noch im Osten wiederfindet. Also es ist ja eine Art göttliche Substanz quasi. Und dieses Licht wird wiederum auch gekoppelt mit dem Herzen des Menschen. Also diese Lampe wird verstanden als das Herz des Menschen, worin Gott eben sich wiederfinden lässt, das Licht Gottes. Und insofern ist das Herz etwas ganz Besonderes im islamischen Verständnis, insbesondere auch im sufischen Verständnis, denn erst durch die eigentliche Reinigung des Herzens, und wenn wir diese Lampe uns nochmal vergegenwärtigen, die ja strahlt, dann strahlt dieses Licht nur wirklich so in die Weite, so sauber auch man es auch hält. Und das Gleiche gilt eben auch für das Herz des Menschen. Also es muss gereinigt werden von verschiedenen Dingen, die eben das Herz verunreinigen können, wie Ignoranz, Hass, Neid, Stolz insbesondere. Erst wenn man diese Dinge quasi sich darum bemüht, sein Herz zu reinigen, dann kann auch das Licht Gottes sich in einem entfalten und so der Mensch auch sich innerlich befreien. Denn ja, es kann keine schlimmere Finsternis, glaube ich, geben als die Finsternis in sich selbst. Alles andere an Dunkelheit kann man irgendwie, glaube ich, auch überstehen. Das ist ja kein Zufall, dass wir in unseren Breitengraden das Weihnachtsfest in der dunkelsten, in der längsten Nacht des Jahres feiern und die sozusagen erhellt wird durch die Geburt Jesu. Und der Adventskranz, an dem man jeden Sonntag eine Kerze mehr entzündet und der sozusagen zu Weihnachten hinführt, der deutet, der weist den Weg dahin. Für mich persönlich spielt aber zum Beispiel die Osterkerze eine große Rolle. In meiner früheren Gemeinde war es üblich, dass wir in der Osternacht den Gottesdienst feierten und in der dunklen Nacht begannen und dann die Osterkerze am Osterfeuer entzündet haben, dann über den Friedhof getragen haben, zu den Gräbern hin, in die dunkle Kirche gegangen sind und schließlich haben alle ihr Licht an dieser Osterkerze entzündet und die Kirche war hell. Und das ist eine schöne Symbolik, dass man sozusagen sein eigenes Licht, seinen eigenen Geist an der großen Kerze, an Gott entzündet und sich sozusagen mit der Gemeinde, mit der Gemeinschaft erleuchten lässt. Wenn die Schabbat- oder die Feiertagskerzen brennen, dann ist sozusagen eine andere Stimmung da. Also es gab so einen alten Spruch, da waren diese Schabbat-Leuchter, die hingen unter der Decke während der Woche und wurden runtergelassen für den Schabbat, Ölleuchter. Und dann hieß es eben, Licht herunter, Sorgen herauf. Also in dem Augenblick, wo das Licht des Schabbats kommt, gehen die Sorgen weg von dieser Erde. Zum Beispiel gibt es für Schabbat und für Feiertage jeweils immer zwei Kerzen. Das heißt, Schabbat und Feiertage sind doppelt so hell wie Werktage. Also sozusagen diese doppelte Portion Licht und Erleuchtung, die da ist. Und das ist natürlich schon im übertragenen Sinn gemeint. Aber es hat, wenn man so will, auch eine Bedeutung, weil eben durch die Ruhe oder durch die Freude des Feiertags, durch die Ruhe am Schabbat und die Freude am Feiertag, mehr Licht, sozusagen mehr Erleuchtung in der Welt ist. Die ersten
Jahre, kann fast sagen Jahrzehnte meines Lebens, war das natürlich eine Aufgabe, die meine Mutter, die nun nicht mehr auf dieser Welt ist, gemacht hat. Also mich erinnert das schon immer so an diese Kindheitssituation, wo man das zu Hause ja in einer, naja, auch kindlichen Atmosphäre gemacht hatte. Das prägt einen natürlich schon, also mich jedenfalls. Also ich kann mich gut erinnern, so an der Zeit, als wir zum Ramadan in der Türkei war. Und das war mein erster Ramadan in der Türkei. Und normalerweise bin ich es nicht gewohnt, dass am späten Abend überall es so hell leuchtet und so lebendig ist, die Stadt. Aber und es war insbesondere diese Nacht, die Nacht der Allmacht oder die Nacht der Erleuchtung, könnte man auch sagen, Kandilnacht, als wir dann draußen waren und ich dann von Weitem schon so das Licht ausstrahlen sah von den Moscheen und aus den Straßen, die kleinen Geschäfte, überall wuselten die Menschen und es war lebendig. Und Licht ist ja auch ein Zeichen von Leben. Und in diesem Sinne war so diese Lebendigkeit an diesem Abend, daran kann ich mich gut so erinnern. Wir beobachten, dass alle Menschen eine Sehnsucht haben nach Wärme, nach Licht, nach in einer Gemeinschaft geborgen sein. Und das beobachten wir gerade bei uns Christen in der dunklen Jahreszeit, wo eben diese Kerzensymbolik nochmal eine besondere Rolle spielt. Das sieht man aber auch bei Menschen, die säkular sind und nicht religiös, dass auch die sich gerne im November oder im Dezember Kerzen anzünden. Und ich glaube, das muss man erkennen, dass sozusagen diese Sehnsucht nach dem Licht, nach der Erleuchtung und auch nach dem Geborgensein in der Helligkeit, dass das ein religionsübergreifendes Phänomen ist. Und ich glaube, indem man sozusagen diese menschlichen Aspekte wahrnimmt, merkt man, dass der andere, der eine andere Religion hat, die einem vielleicht fremd ist, doch auch sozusagen dasselbe menschliche Bedürfnis nach Nähe und Wärme hat.